Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ihr werdet's nicht glauben, Overwatch auf Train. What the fuck? Hatten wir schon mal Train? Also wenn, dann ein einziges Mal. Aber eher nicht, oder doch? Naja. Ihr habt mich die letzten paar Overwatch darauf hingewiesen, dass ich ja komplett auf meine Macht oder auf mein Wissen verzichten würde, zu deuten, was die Cheater oder die Cheatenden, der Cheater für ein Geschlecht hat und wie alt er ist. Und ihr habt vollkommen recht, ich habe das echt ein bisschen arg vernachlässigt. Oh, was war das denn für ein Headshot, mein Freund? Das sah leicht merkwürdig aus, aber nichtsdestotrotz, ihr wisst ja, anhand des Movements kann ich unterscheiden, welches Geschlecht die Spieler haben oder die Spielerinnen haben. Also das Crosshair Placement ist ja schon mal das Widerlichste, was ich jemals gesehen habe. Wer die ganze Zeit auf dem Boden. Also ich meine, hier ist selbstverständlich, aber er guckt ja fast auf den Boden. Achtung, mal kurz. Wow, was für eine Aktion. Ich glaube, es wird noch eingestellt, einiges. Ich konnte noch nicht ganz erkennen, das Geschlecht. Ich brauche diese Rechtsbewegung. Ja, doch, ich glaube. Ich glaube, es ist tatsächlich mal wieder eine Frau. Wartet mal. Achtung, fast auf die... Tap. Es könnte eine Frau sein. Vielleicht können wir jetzt nochmal... Ah, okay, es geht direkt los, alles klar. Mademoiselle steht einfach rum, chillt. Ich verstehe schon. Auf, hallo? Boah, das hat echt lang gedauert. Die gehen alle auf B und niemand ist auf B von den CTs. Schwach, sehr schwach. Ah, okay, ein T steht da oben noch rum. Ja, doch, es ist eine Frau, auf jeden Fall. Guck mal da, wir haben mal wieder eine weibliche Cheaterin. Sehr schön, sehr schön. So, was? Oh, voll in die Fresse. Holla, die Waldfee. Dieser zweite Shot hier in dem Spiel, sie gibt dem Kerl einen Headshot. Völlig verständlich, man konnte den Kopf sehen, läuft. Und dann springt dieser andere nach rechts weg und sie bleibt komplett drauf und gibt ihm sogar. Und das sieht stark nach Wallhack aus. Und da konnte man die aus von der Posi hören. Ich glaube nicht, oder? Es ist natürlich... Also ich denke, ein Wallhack ist leichter zu hiden als eine Aim-Unterstützung. Na gut, es gibt ja auch extrem krasse Aim-Unterstützung. Gut. Das Crosshair-Placement ist echt der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ja, genau. Ein bisschen weiter nach oben. Nein, nicht auf dem Boden. Ja klar, sie muss natürlich durch den Boden schauen, wo die Gegner sind. Weil sie ja durch den Boden schauen kann. Darf man nicht vergessen. Oh! Komm, noch ein Siegel schon! Ach komm. Also ich bin jetzt sogar dazu verleitet, neben dem Wallhack auch noch eine Aim-Unterstützung zu drücken. Wo ist denn der andere hin? Ah, der ist da drüben. Booyah-Shaka. So, der letzte T ist bei A, oben in dem Häusel drin. Mal schauen, wie sehr sie davon weiß. Ich weiß nicht, würde sie ihn von hier noch sehen mit Wallhack? Wie weit geht... Ja, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Sie geht nach da hinten, um ihn hier rechts in der Kante erscheinen zu lassen, so zufällig. Sie aimt nicht hin, aber sie will, dass man ihn gerade so sieht, damit es dann plausibel ist, dass sie dann nach oben aimt. Krass. Also scheinbar geht der Wallhack so weit, aber ich glaube, arg viel weiter geht er nicht. Also arg viel weiter empfängt der Wallhack die Daten nicht. Beziehungsweise empfängt das Spiel die Daten nicht. Alles klar, also ich denke, wir können zu 100%, also ich muss gar nicht mehr den Wallhack irgendwie rechtfertigen, ne, das ist tatsächlich so. Der ist hier hinten die Leiter hoch am anderen Zug noch und das hat sie schon gesehen. Oder ist er kurz nach oben geflogen durch den Leiteraufstieg und dann konnte sie ihn sehen. Ne, vor ihm hat sie sich auch gerade so krass weggeduckt und versteckt und hin und her. Da oben läuft jemand, den hört man aber auch. Schwach. Achtung, wenn sie jetzt nach unten aimt. Ja, aber er rennt halt wieder. Man hört ihn ja auch schießen jetzt. Jetzt weiß oder wüsste jeder Bescheid, auch ohne Hex, dass da jemand ist. Ist gerade ein bisschen arg langsam, ne? Oh! Das ist schon mal ein Nate-Kill. Easy. Okay, da wird so weggekillt. Alles okay. Es ist der Wallhack. Alles klar, sie knifet jemanden an. Das war sicherlich ein Versehen. Oh, fuck, was mache ich hier? Scheiße. Ah, okay, sie hat jetzt zwei mit der AWP einfach so weggenudelt. Aber um nochmal auf diesen Knife-Kill eben zurückzukommen, das war sicherlich ein Versehen und jetzt kein
kein Versuch für, oder ich würde jetzt nicht auf Dingens plädieren. Ich frag mich, ob halt jetzt noch ein Aimer mit am Start ist. Das vorhin auf Pop-Doc, die erste Pop-Doc-Begegnung, da hat sie ja auch einfach die Headshots gedrückt, oder? Wenn ich mich recht entsinne. So, das konnte man hören, dass sie runtergehen. Da will ich jetzt nichts Warlock-mäßiges sagen. Achtung. Sie zielt ja gar nicht auf die Leute. Also das war jetzt wirklich genau auf den Kopf, aber auf ihn. Sie hat nebendran gezielt und, die Kugel fliegt einfach. Oh, war das knapp am Kopf vorbei. Shit. Okay. Ha. Krass, guckt euch mal die Kugeln an, wie die genau auf den Kopf zu fliegen, aber halt dann doch nicht ganz treffen. Ich denke, da kommt sie jetzt nicht mehr lebend raus. Dass das, oh, ach, das sind zwei Mates. Okay. Damit rechnet natürlich jetzt kein T, das hier ultra die Unterstützung. Fuck, da hätte ich wieder langsam machen müssen. Das Fadenkreuz ist doch genau auf den drauf getriggert, oder? So, zack. Das hat sie doch nie im Leben alleine gemacht. Das war doch keine flüssige Bewegung, sondern ein Zug auf einmal. Ein sehr schneller Zug. Ach Gott, und selbst wenn ich mir da unsicher wäre, der Warlock ist auf jeden Fall safe und das wird auch jeder andere Overwatcher so machen. Scheiße, Mann, warum? Komm schon, drück sie weg. Oh mein Gott, das war knapp. Na, Violet? Na, willst du sterben? Violet? Wow! Also ich würde sagen, das ist doch nicht normal, oder? Das ist ja irgendeine Trigger-Geschichte. Das geht immer ziemlich genau so. Pip, pip. Auch in der gleichen Geschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass jemand mit der bloßen Hand zweimal die gleiche Geschwindigkeit so hinbekommt. Also erst daneben zielt und dann mit der ähnlichen oder exakt derselben Geschwindigkeit nach oben zieht auf den Kopf. Das ist, da ist was im Busch. Also Mademoiselle hat bereits ein Wallhack und ein Aim Assist. Was bekommt sie noch? Für dieses krasse niedrige Crosshair Placement bekommt sie auf jeden Fall nochmal einen Arsch drin. Gewöhnt es euch an, Leute. Gewöhnt es euch wirklich an. So, also ich weiß, man denkt da nicht immer dran. Manchmal lässt man das Fadenkreuz halt einfach hängen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, aber versucht euer Crosshair Placement trotzdem immer im Auge zu behalten und zu überlegen, wo kann wohl der nächste Kopf sein eines Gegners. Von links kommen sie jetzt gleich. Ja, ja, klar. Den will sie jetzt haben. Den konnte man nicht hören, den da hinten, oder? Nur den, der weiter vorne close stand. Das ist eine ganz schön lange Runde, oder? Es fühlt sich ultra lang. Ja, 8,5 Minuten. Ist echt lang. Ja, wenn das Warm-Up mit dabei ist, dann sind die Sachen meistens nochmal deutlich länger. Okay. Also auf jeden Fall Warlock. Und ich gebe auch den Aim Assist. Die zwei Sachen nicht. Dieses Neifung am Anfang. Da will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Ich denke, sie ist losgerannt, hat rechts oder links Klick gemacht und hat halt jemanden geneift. Sicherlich nicht mit Absicht und das ist auch in der Form dann kein Griefing. Okay, so, ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!